Moment, Moment, Moment. Subway. Eat fresh. Schon wieder Schleichwerbung hier von mir. Krieg ich ja 1000 Euro für. Wenn der U-Bahnhof öffnet, kannst du die U-Bahn nach Staunton Island nehmen. Staunton Island. Cool. Ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall noch was zu tun. Aber ist ja gut, wie schon gesagt. Je mehr ich zu tun habe, desto besser. Bin ich auf jeden Fall noch auf die Story gespannt. Ist ja gerade, müssen wir jetzt eigentlich nur irgendwelche Missionen erledigen und tun uns mit irgendwelchen Gangs anlegen. Naja, werden wir dann sehen, wie sich die Story ausartet. Und da vorne rechts rein. Alter, wo kommen diese ganzen alten Omas her? Ist ja ekelhaft. Okay. Mission erfüllt. 10.000. Also mal, ich beschwere mich nicht. Okay, wir könnten da gleich wieder eine Mission machen. So, hab gerade geguckt, wie lange ich aufnehme. Kann ich eigentlich... Komm, machen wir gleich noch eine. Die waren eigentlich ganz gut. Das Treffen bei Salvatore. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Oha. Das scheint jetzt so eine... Was heißt Endmission? Das scheint jetzt eine... ja, da kommen jetzt auf jeden Fall nochmal alle zusammen. Scheint jetzt auf jeden Fall eine größere Mission zu werden. Die wurde von der alten Oma zusammengeschlagen. Alter, ist die brutal. Ist ja assi. Richtig asozial hier, die Omas. Wir nehmen mal den Wagen. Ich sollte eigentlich noch zuerst zur Armor Nation. Das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste, was ich machen kann. Ja, okay, dann fahre ich halt. Dry Cleaning. Ich hoffe, ihr seid bisher mit meinem Let's Play zufrieden. Ich hoffe auch mit der Folgenlänge. Ich habe jetzt mir gedacht, immer so zwischen, ja, so 19 Minuten, so maximal 20 Minuten, dass ich die Folgen jetzt auch nicht zu lange halte. Nein, 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 nein. Fuck. Der Bug ist ja auch immer noch der bekannteste. Na, aber ich weiß schon so ein paar Sachen. Also, das kann man mir nicht vorhalten. Ich weiß schon noch so ein paar Sachen. Diesen Bugs hier und allem. Oh, Entschuldigung. So. Holen wir ihn ab. Der Limousine. Cool. Na dann, steig ein. What's up, Bro? Der Zombie Elvis found. Kennen wir ja. Das war toll. Und der Kofferraum ist natürlich richtig im Arsch. Das ist ein tolles Auto. Tolle Limousine. Boah, aber es gibt ja echt solche mega langen Limos. Aber es ist richtig geil, was man da so machen kann, Dom. Also, die Ausstattung von solchen Limousinen. Richtig, richtig geil. Richtig edel. Nu, müssen wir jetzt noch Luigi abholen? Ich weiß es gar nicht. Okay. Entschuldigung. Ja, ja, ich passe schon auf. Dem Wagen passiert schon nichts. Lalalala. What the fuck? Alter. Du Arschloch. Nö, nö, nö. Das lass ich nicht mit mir machen. Geh nach Hause. Und ich habe ziemlich viel Leben verloren. Das war eine sehr gute Idee. Okay. So, hier Luigi. Drück auf die Hupe. Hup, hup. Sexkettenclub. Aha. Das ist schön. Ich bin ja hier bekannt. Im Sexclub. Der leuchtet schon so schön. Mal gucken, ob ich noch ein Herz finde. Ich würde gerne mein Leben regenerieren. Naja, aber mit 43 Leben hier an so ein Gangkrieg. Das ist ein Herz. Ja. Warte. Moment, Moment. Moment. So.
Dünn, 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 dünn. Okay. Leben wieder voll. Das heißt, ab geht die Fahrt. Kommen wir denn jetzt zu dem hin? Hm. Hallo, ich schneide dich mal, Bulle. Naja, die Polizisten sind in diesem Game jetzt hier noch nicht so streng. Solange man die nicht anrampelt, dann ist es denen ja auch egal. Hä? War das noch mein Taxi von vorhin? Ganz toll. Hup. Ach toll, was sollte das denn? Der hat uns ja von vorhin losgeschickt. War wahrscheinlich nicht daheim. Ist natürlich jetzt toll, dass da ein Taxi steht. Komm, schaffst du es heute noch? Oh oh. Nein! Oh Gott! What the? Ja, das fängt ja schon mal gut an. Egal, drücken wir auf die Tube. Naja, so viel kriegen wir hier noch nicht mehr raus aus der Tube. Oh Gott! Dankeschön! Alter! Ja, genau! Och, Gott sei Dank, hier komme ich sogar noch durch. Ach, das Haus hier oben. Das okay. Scheiße, 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 scheiße. Nein! Das war jetzt keine gute Aktion von mir. Oh Gott, nicht weiter runter. Das ist übrigens ein Leuchtturm. Da möchte ich mal hin. Ich glaube, in dem Spiel kann man noch nicht schwimmen, oder? Oh, oh. Ne. Komm, gib Gas. Scheiße. Okay. Die Mission müssen wir nochmal wiederholen. Entschuldigung, das war jetzt... Ich muss besser aufpassen. Die Wagen gehen hier echt viel zu schnell. Die geben hier echt viel zu schnell den Geist auf. Ich brauche einen Wagen. Hallo. Alter, fährt nicht der Arsch an. So, nehmen wir wieder ein Taxi. Ist natürlich schön, dass ich immer den Finger zeige. Taxi-Mission können wir natürlich auch irgendwann mal machen. Aber jetzt erstmal... Hier rüber. Wa. Ja. So, und jetzt stelle ich den mal hier hin. Dass er mir auch nicht im Weg steht. So, hier rüber. Und die Mission nochmal: das Treffen bei Salvatore. Ja. Das erledigen wir gerade. Mit dem Wagen hier. Ist bestimmt kein Problem. Wir machen ja hier nicht irgendwie alle Wagen immer am Arsch oder so. Kein bisschen. So, beeilen wir uns mal. Und holen die Limousine. Vorsichtig. Der Wagen lässt sich aber eigentlich schon ganz gut lenken. Ja. Oh Mann, ey, die Wagen halten hier nichts aus. Ist richtig schlimm. Hier sind wir schon. So. Und los geht's. Ja, wir steigen ein. Mach mal hinne. Den Buggy da will ich mal fahren. Der ist cool. What's up? In der schnieken Limousine hier. Okay. Dann legen wir mal los. Diesmal vielleicht etwas mehr aufpassen, dass die Limousine noch heil bleibt, aber wenn einem so viele Triaden hinterherfahren, da kannst du nicht so viel machen. Da guckst du nur mal blöd in die Röhre. Bin ich aber ehrlich gesagt jetzt mal gespannt, wie es dann ausgeht. Scheint aber auf jeden Fall mal eine etwas schwierigere Mission zu sein. Wobei man jetzt ehrlich sagen muss, die Mission bisher waren jetzt auch nicht so schwierig. Also waren eigentlich alle völlig in Ordnung. War nicht irgendwie übertrieben schwer. Ist auch nicht so leicht. Naja. Ich mag es ja immer, wenn so ein bisschen einfacher sind, die Aufgaben. Sex Kitten Club. Klingt einfach toll.
Da möchte ich hin. How you doing, kid? How you doing, kid? Me doing good. Dubi dubi du ba ba. Okay. Wow, fertig. Und wir fahren zur nächsten Haltestelle und der Wagen ist schon wieder richtig im Arsch, natürlich. Weißt du, ich fahre hier mal ein paar Menschen an, das muss der Dauer raushalten, das kannst du mir nicht erzählen. So, komm ran. Beeilung, die Triaden kommen. Also solange es nicht die Russen sind. Ja, ist okay. Der scheint auch so ein paar spastische Störungen zu haben. Jawohl. Oh Gott, nein! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ach du Heiliger. Fahr. Na toll, der Wagen sieht auch nicht wirklich besser aus. Oh. Holy. Ach du Heiliger. Nein. Oh Gott, nicht wieder runterfahren, nicht wieder runterfahren. Okay, jetzt ruhig. Nicht runterkicken lassen, ruhig fahren, ruhig. Komm, schnell rein. Ach, wir bleiben hier drin. Und der nächste Ladebildschirm. Der Don. Your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Wrong. Geht's deiner Mama? She's good. Fine. Terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. Typisch Mafioso-Filme. Aha. 15.000. Aha, und der Don mit seiner... Oh. Auf Piste mit Maria. Hey, Maria! Move your butt! Dumbra does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Also dann, fahren wir mal los. Mit der Limousine. Die Triaden waren natürlich auf einmal weg. Na, zum Glück. Jetzt noch irgendeinen komischen Gangkrieg da. Naja, da hätte ich schwarz gesehen. Na gut, kümmern wir uns mal um die Maria. Und bin schon gespannt, was auf uns zukommt. So, wo wollt ihr den? Zum Ufer oder so? Ich weiß es gar nicht, aber wir können ja einfach mal auf den Navi achten. Wir sollen auf jeden Fall aufpassen und die kann viel Ärger machen. So sieht die auf jeden Fall auch aus. Die alte... Ja, die wird zum Ufer. Ja, doch. Da ist Chico, halte neben ihm an. Hier. Spank, die Droge. Also hat die sich hier Drogen abgeholt.
Gibt's hier auch Crystal Meth? Dann halt nicht. No. Nie kriege ich mein Crystal Meth. So, jetzt fahren wir mal. Holy shit. Jetzt fahren wir mal ein paar Leute zu. Sag mal, wieso? Wer schießt denn hier auf mich? Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch noch Drogen kaufen. Ja. Ist völlig normal hier. Wo müssen wir denn lang? Haben wir halt mal einen kleinen Umweg. Kann ja auch nicht schaden. Hier hinten scheint die Party zu steigen. Da freue ich mich. Portland Docks. Aha. Da hinten. Okay. Jetzt bin ich aber, glaube ich, echt. Da vorne ist die Party. Setzt Maria vor dem Gebäude ab. Du. Exklusivster Club hier. Fischi. Move your ass, bitch. Na toll, so behindert laufen kann ich auch. Vanished. Und nun? Ach, wir müssen einfach hier warten. Komm ich hier rein? Oh oh. Ich nehme mal an, das war jetzt gut, dass ich da reingegangen bin. Schlecht. Oh oh. Razzia! Ach du Heiliger. Nein! Moment. Ja, es sieht ja schon mal gut aus. Ich beobachte das Ganze hier mal aus sicherer Entfernung. Oh. Okay, ich sammle hier mal die Waffen auf. Schnell, steig ein! Jawohl. Okay, Fifi. Okay, die scheint auf ein paar Sachen zu sein. Ja, weißt du, kein Problem. Ich schnapp mir hier einfach mal die Waffen, die hier so rumliegen. Und die Bullen, die ballern hier einfach mal so drauf los. Ist ja typisch, weißt du, knallst du gleich alle ab. Ist ja total human. Aber ich, ja. Toll. Na gut. Fahren wir zurück. Ich behaupte einfach mal, wir hätten die Mission erfolgreich erledigt. Wenn wir nicht 2 Sterne hätten. Scheiße. Das ist nicht gut. Beeilung. Schnell. Wäre so neblig hier, ne? Polizei. Halt, stopp. Ne, die kriegt mich jetzt nicht. Wieso habe ich überhaupt 2 Sterne? Ist wieder richtig. Ach, da hinten sind wir ja schon. Ja, Gott sei Dank. Puh, zum Glück sind die so doof. Ja, das schaffen wir. Komm. Puh. Ah, schön. Ich bin halt ein Gentleman. So eine alte, ey. Ja. Solche Waffen haben wir sogar auch. Und ich würde sagen, die Mission hätten wir erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, man hat gerade keinen Sound, weil ich die Musik ja komplett ausgestellt habe. Na gut. Aber schon coole Übersicht hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Okay, also jetzt haben wir quasi eine neue Mission zum Erledigen. Ja, haben wir schon ein paar Leute. An der Angel. Na gut, das heißt eine Angel.
Wir machen ja schon mit einigen Leuten Geschäften. Boah, der Wagen ist gut. Ich würde sagen, ich fahre nochmal schnell nach Hause und speichere da. Einfach mal zum Ende der Aufnahme. Mache ich jetzt einfach. Könnte ich jetzt auch offscreen machen, aber mein Gott, schaden kann es ja nicht. Wenn ich mich jetzt hier ein bisschen ranhalte. Haben die Folgen meinetwegen jetzt hier etwas Überlänge. Aber man kann es ja auch nicht allen recht machen. Und da vorne sind wir auch schon. Ja gut, da vorne links. Schnell! Aber der Wagen ist auch gut. Ist echt gut. Na gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen von euch. Und ja, bis zur nächsten Folge von Let's Play GTA Grand Theft Auto 3. Also dann auch ein herzliches Tschüssi. Schnauze!